Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Skyrim. Also es ist schon ziemlich lange her, nicht wahr? Jetzt haben wir, ich glaube, vor ein paar Wochen war es, war noch im Juli. Auf jeden Fall war es nicht im August. Und jetzt ist ja auch schon wie ein bisschen September, na egal. Ja. Und bevor ich jetzt lange rumrede, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ich lese noch mal kurz die Mission vor, die wir im Moment spielen. Wir sind immer noch bei der Nebenmission vom letzten von der letzten Folge und ich würde sagen, da machen wir jetzt mal weiter. Die Chaktmarkt der befleckten Meere in Weißlauf ist offenbar in Wahrheit eine Adlige aus Hammerfell. Sie behauptet, sich aus der Flucht vor gedungenen Mörderern rivalisierter Häuser zu befinden und sucht jemanden, der diese auffällt, bevor sie sie finden. Ja, und jetzt sollen wir diesen Bandenchef töten. Und dafür machen wir uns mal bereit zum Kampf. Wir haben Lydia dabei. Wow. Let's go, würde ich mal sagen, ne? Und schon wieder eine Höhle. Na, dann schleichen wir erstmal eine Runde. Um auf sicher zu gehen. Ah, da sind sie schon. Okay. Na komm, wir gehen einfach mal rauf, ne? Was? Hier drüben! Und. Und. Ja! Ja! Und. Hauen wir ihn weg. Ja. Und schon sind sie erledigt. Das ging ja eigentlich mal ganz leicht. Dann gucken wir mal, was die hier dabei haben. Gold, einzig nützige hier. Ja, Granatstein. Und sonst erstmal nichts. Hier können wir ein bisschen Futter mitnehmen. Futtern wie bei Muttern. Und sonst, es liegt hier noch ein Ziegenbein rum. Einfach so. Ja, na klar. Ja, dann weiter. Ja, dann wollte ich noch ein bisschen erzählen, dass ich jetzt in nächster Zeit auch andere Sachen let's playen werde. Ich werde zum Beispiel Minecraft aufnehmen und da fehlen mir aber noch, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich machen soll. Natürlich könnte ich eine Survival-Welt alleine anfangen, aber da es das schon so oft gibt, so auf vielen verschiedenen Kanälen, überlege ich halt auch einfach vielleicht nur nebenbei immer mal ein paar Minecraft-Videos zu bringen, die auf einem Server sind oder so, wo ich einen bestimmten Spielmodi mal vorstelle und spiele, statt jetzt gleich so eine riesen Survival-Welt anzufangen. Aber das könnt ihr ganz alleine entscheiden. Also schreibt mir da einen Kommentar und sagt mir Bescheid. Und dann rede ich mit euch. Ja. Und dann werde ich auf eure Wünsche eingehen und dann hoffe ich mal, dass ihr Spaß beim Zugucken habt. Und jetzt werden wir weitermachen hier. Boah. Boah. Oh, ich hab fast. Oh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Hier unten rechts war mein Leben. Oh Gott. Oh, der kleinen Heilung haben wir zum Glück noch Tränke. Dann machen wir jetzt hier den Magier fertig hier. Warte mal. Sind wir jetzt nicht aufgestiegen im Level? Ich schau mal nach. Yeah, wir sind aufgestiegen. Na dann gucken wir mal, was machen wir. Was haben wir denn hier? 120 Leben, 110 Magika, Ausdauer. Na dann könnten wir rein theoretisch ein bisschen Ausdauer machen, würde ich mal sagen. Zweihändig brauchen wir nicht. Einhändig. Schießkunst. Leichte Rüstung. Ja, da machen wir mal hier. Leichte Rüstung. Und untersuchen jetzt hier mal die Banditen. Amulett von Mara, habe ich jetzt nicht durchgelesen, Stab der Flammen. Ein Flammenmeer, das 8 Schadenspunkte pro Sekunde verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Ja, das nehmen wir mal gleich mit, ne?
was der nette Herr hier so bei sich hat. Oh, oben auf der Karte haben sie mir gerade angezeigt, waren Gegner in der Nähe. Ich vermute mal, das wird dann der letzte und der Boss sein. Silberring können wir gut verkaufen. Ja, hier liegt noch das Geld rum. Und die Kette, Silberkette nehmen wir auch gleich mit. Und dann nehmen wir hier die Ofenkartoffeln. Dann machen wir mal schnell einen Schnellspeicher. Oh, da ist er! Ah, ne, ist nicht der Endboss. Ist nur ein Banditengesetzloser. Oh. Oh, noch eine schöne Slow-Motion-Angriff hier. Ja, wo haben wir denn jetzt? Wo liegt er denn rum? Unser Klaus hier. Hä? Die habe ich auch alle noch nicht untersucht hier. Der war es bestimmt. Gold Dietriche können wir gebrauchen. Denn ich glaube, wir sind im Schlossknacken noch nicht gut. Werde ich bei Gelegenheit auch mal skillen. Da oben komme ich jetzt noch nicht hin. Da muss ich wahrscheinlich so rumgehen. Na, dann gehen wir so rum. Schön hier, der alte Freund. Na, dann weiter. Schleichen wir mal kurz. Ist hier jemand? Ne, die haben wir wahrscheinlich schon die ganze Aufmerksamkeit auf uns gelegt. Oh, orkische Kriegsaxt. Rolle der Hysterie. Kreaturen und Personen bis Stufe 12 fliehen für 60 Sekunden aus dem Kampf. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Ja, schön. Na dann würde ich sagen, rüsten wir mal gleich die neue Waffe aus. Die hat, soweit ich das sehe, auch zwei Punkte... nee. Warte mal. Doch zwei Schadenspunkte mehr. Dann nehmen wir die. Was hatten wir jetzt? Der Kälte. Das hier erleidet 5 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Na, okay. Mal sehen, ich weiß jetzt nicht. Also das andere wäre wahrscheinlich vom Skill besser gewesen. Aber ich zeige jetzt trotzdem mal die neue Waffe. Lesen Dieb. Na, oh Gott, das ist jetzt viel zu viel. Ich nehme es einfach mal mit. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich spiele jetzt mal so. Vielleicht ist das angenehm. Ja, sagt mir auch mal bitte, gerade bei diesen Sachen, ob ihr das... Ach Mist, jetzt habe ich den Topf gegriffen. Ob ihr das lieber hättet, wenn ich in der Sicht spiele jetzt. Oder wenn ich aus der Ego-Perspektive spiele. Warum läuft denn der so? Warum läuft denn der so langsam? Hä? Ach so, ich trage zu viel mit mir. Und dann schmeißen wir den Topf hier wieder raus. Jetzt können wir wieder on. Hä? Traglast 301 von 305. Also sollten wir doch jetzt eigentlich wieder laufen können. Na okay, selbst wenn, dann schmeiße ich hier sowas raus. Würde uns zwar eigentlich recht viel Geld bringen, dann schmeiße ich das raus und das raus. Brauche ich ja alles nicht. Warum läuft der jetzt immer noch so langsam? Achso, jetzt geht's. Ach, ich habe Feststelltaste aktiviert. Okay, na dann geht's weiter, würde ich mal sagen. Wollen wir nochmal schnell speichern. Und hier liegt eine leere Weinflasche, die nehmen wir aber nicht mit. Was sollen wir auch mit einer leeren Weinflasche? Achso, ja genau. Ich mache das jetzt mal so, damit ihr mal in Kommentaren ihr da mal sagen könnt, wie ihr das findet. Ja, da lang. So. Ein schöner Wasserfall. Ihr habt eure Stärke bewiesen, Krieger. Lasst uns weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich glaube, ihr und ich haben einiges zu bereden. Ich muss mal kurz so machen. Ich möchte... Oh, warte mal, wir haben jetzt die Möglichkeit, ihn zu töten oder mit ihm zu reden. Aber da wir uns entschieden haben, mit ihr zu helfen und sie gesagt hat, dass die böse sind, machen wir hier mal schnell speichern und greifen die jetzt einfach mal an, ne? Oh. Oh Mann.
Die hauen aber ordentlich auf der Kacke. Alter Schwede. Komm, nehmen wir hier mal alles zu uns. Alter Schwede. Oh Mann. Seht, da wurde ich getötet. Okay, ich habe mich gerade spontan umentschieden. Wir greifen ihn doch nicht an. Wir reden mit ihm. Guten Tag. Macht keine Dummheiten, Krieger. Der Grund für euer Hiersein ist kein Geheimnis. Und ihr habt euer Können im Kampf bereits unter Beweis gestellt. Danke. Lasst uns einen Augenblick reden und niemand sonst muss sterben. Ich glaube, wir können alle von der gegenwärtigen Situation profitieren. Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen senkt. Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Okay. Natürlich. Ihr wurdet geschickt von, wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich? Shazra? Sadia? Eines von beidem, korrekt? Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Eure Gier? Oder vielleicht ein eher niederes Bedürfnis? Es spielt keine Rolle. Sie hat euch ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Nö, nicht genau. Wie bitte? Nein, nichts derart Grobes. So sieht er nicht aus. Wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tarnet wegen Verrats gesucht. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Ja, das, können wir sie machen. Sie vertraut euch, zumindest ein Stück weit. Schließlich hat sie euch auf uns angesetzt. Sie hat keinen Grund, etwas anderes von euch zu erwarten. Überzeugt sie davon, dass wir ihr dicht auf den Fersen sind, dass sie fliehen muss. Bringt sie zu den Stellen außerhalb von Weißlauf. Wir werden auf euch warten und sie dann festnehmen. Ich will gern einen Teil der Belohnung mit euch teilen. Schließlich helft ihr uns im Namen der Gerechtigkeit. Ja, gut, das hört sich gut an. Wir warten bei den Stellen auf euch. Ich freue mich schon darauf, endlich nach Hause zurückzukehren. Ja? Ja, das hört sich doch nach einem super Angebot an. Nachdem ich gemerkt habe, wie gut die kämpfen können, bin ich davon überzeugt, dass wir das Richtige tun. So gewissermaßen. Und eieiei, die haben hier ja geile Sachen drin. Die stehen hier aber noch so rum mit den Schwertern. Das ist nicht nett. Was ist hier? Hä? Hier ist doch gar keine hier ist eine Wand, hier leuchtet jetzt draus. Tja, so ist das heutzutage. Buddelt man Löcher in die Wände, leuchtet's. Was ist das? Eisenzader. Achso, Eisenerzader. Haha. Oh Mann. Ich sollte mal gründlicher lesen. Eisenzader, oh Gott. Na egal. Ja, hier waren wir schon am Anfang, wa? Ja, genau. Springen wir jetzt schnell runter. Und ich glaube, hier war der Ausgang. Ja, genau. Ja, super. Für die, die es jetzt nicht ganz mitbekommen haben, wir sollen ihr jetzt sagen, dass diese Leute ihr dicht auf den Fersen sind und dass sie fliehen soll. Und dann locken wir sie, so gesagt, in eine Falle. Ja. Gehen wir mal kurz auf die Karte. Reisen nach Weißlauf. Schnell reisen. Dauert mir ein bisschen zu lange jetzt mit dem Laufen. Okay, lauf mal los. Oh ne, also sagt mir bitte, wenn ich so spielen soll. Aber wenn jetzt keiner Kommentare schreibt oder ihr mir sagt, ist auch gut in Ego-Perspektive, dann werde ich es so lassen, denn ich spiele sehr ungern in der Third-Person-Perspektive und es wäre mir lieb, wenn ich das so beibehalten könnte. Aber wenn ihr es anders wollt, dann sagt es. Von den Alikir? Ich konnte sie nicht alle bezwingen und sie kommen, um euch zu holen. Was? Wie? Ich dachte, sie dürften nicht in die Stadt.
Sie haben einen Weg hineingefunden. Wir müssen euch hier rausbringen. Aber wo soll ich denn hin? Ich kann doch nicht bis in alle Ewigkeit davonlaufen. Bei den Stellen erwartet euch ein Pferd. Ich sorge für eure Sicherheit. Nach all dem muss ich wieder meine Sachen zusammensuchen und fortgehen? Wenn ihr das wirklich für die einzige Möglichkeit haltet, dann vertraue ich euch. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Es war mir ein Vergnügen. Na dann, let's go. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist runter. Eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Oh, ich dachte, er bringt jetzt Techno. Na egal. Okay. Ab zu den Stellen. Es ist Nacht. Laufen wir zu den Stellen. Ach, ich habe keine Lust zu laufen. Machen wir schnell eine Schnellreise dahin. Endlich begegnen wir uns, werte Dame. Was ist das? Was habt ihr getan? Jetzt hört schon damit auf. Ihr habt doch wirklich nicht erwartet, die Leute bis in alle Ewigkeit manipulieren zu können, oder? Das Glück musste euch eines Tages verlassen. Wow. Jetzt bringen wir unsere werte Freundin hier zurück nach Hammerfell, wo sie den Preis für ihren Verrat bezahlen wird. Nicht auf dem Weg zurück. Aber wenn sie erst einmal dort ist, liegt die Entscheidung über ihr Schicksal nicht mehr bei mir. Und was euch betrifft, schulde ich euch nicht einen Teil der Belohnung? Hier, bitte. Überlegt euch gut, wofür ihr es ausgebt. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf. Lasst euch nicht von einem hübschen Gesicht täuschen. Das stünde euch nicht gut zu Gesicht. Haha, ein Scherzgag. Na, 500 Gold. Mal. Ich habe euch verschont, ihr lapprigen Lappen. Na, und ihr... Na, egal. Na gut, Lydia. Wir gehen nochmal nach Weißlauf. Und wer sich jetzt fragt... Wenn Feinde in der Nähe sind? Was denn für Feinde? Sie können nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Es aber liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut. Na, dann laufen wir kurz. Dieses Schnellreisen hat den Vorteil, dass ich hier nicht jedes Mal, wenn ich nach Weißlauf laufe, hier diesen ewigen Hin- und Herweg um die Stadt laufen muss. Deswegen nehme ich gerne diese Schnellreisepunkte. Ja. Na, ich würde sagen, dann haben wir die Nebenmission beendet. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? Wir besitzen jetzt 1500 Gold. Und wir brauchen 5000 Gold, um uns dieses Haus hier zu leisten. Da sind doch schon genug Fremdlinge im Himmelsrand. Ach komm. Jetzt laufen ja auch noch all diese Söldner aus Hammerfell herum. Ach komm, mal ganz ruhig, mein Lieber. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Und dann kommen jetzt auch wieder regelmäßiger Folgen. Ja. Und dann würde ich sagen, tschüss. Was braucht ihr? Und bis zum nächsten Mal. Ja, und bitte an die Kommentare schreiben denken. Das wäre echt nett, wenn ich mal ein Feedback bekommen würde und so. Und... Ja, hoffe, euch gefällt das Video. Viel Spaß noch. Wenn es euch gefällt, gebt ein Like. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann. Tschüss.